Fatikus. Ja! Ein Sturm war aufgezogen. Dieser Campingplatz hier ist jetzt weniger der Bringer. Da hinten steht unser Wohnmobil. Der Ort Oliva. Auf dem Campingplatz etwas außerhalb sollten wir 2 Wochen bleiben.
Wir standen direkt an den Dünen und direkt hinter den Dünen war das Meer. Und das war ziemlich aufgewühlt vom Sturm. Uiuiuiui. Katzenplage, aber es gibt Leute, die das irgendwie gut finden. Jetzt gehe ich mal zu Fuß zu einem Geschäft, wo man mobiles Internet bekommt. Hier auf dem Campingplatz hat man mir ernsthaft 1 Megabyte angeboten. Wieder aufladbare Vodafone Traveler. Internet lässt sich sinnigerweise nur mit einer spanischen Karte aufladen. Und Busse oder Fahrradverleih gibt es hier auch keine. Also zu Fuß 5 Kilometer. Mein Weg war gesäumt von Orangen- und Mandarinenbäumen mit reifen Früchten. In my arms I hold your charms beneath the blossoms I bar. So, das ist mein Weg. Das ist die Straße. Hier geht der Weg. Schrott jetzt. Haben wir 1999 oder 2019? Ich habe jetzt eine 30 GB Festplatte ausprobiert und die ist nicht kompatibel mit meinem Router. Jetzt geht es erstmal wieder zurück, weil mein Akku ist gleich leer. Вот такие вот. Условия санитарные. И вот есть для бебика. Ванночка. Ну просто можно, чтобы она не падала, как бы она там сидит. Я так думала сначала, что здесь нету закрывачки.
просто она потерялась, но нет, наверное, они так не предусматривают, потому что я уже в одном, в другом была, нету. А здесь потом ребенка пеленаешь, в принципе, лучше, чем дома, можно сказать. Вытащила из ванны, сразу тун, полотенце тут у нас висит. То есть вполне прилично, чисто, можно еще своим каким-то, как он называется, противобактериальным, там, дезинфекционным гелечком. Вот. Что балуешься тут? Ты чего балуешься? Помыть. Да, промыть. Вот. И тогда вообще можно нормально себя чувствовать. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib ihm einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal.